Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Tracktypen. Wir möchten hier mit euch ganz allgemein mal durchsprechen, welche verschiedenen Varianten es neben dem eigentlichen Original-Track, dem Ursprungstrack, also der Quelle, dann im Prinzip noch alles so geben kann. Denn hier gibt es auf jeden Fall noch einige Alternativen und die sprechen wir mit euch jetzt zusammen durch. Ja, als erstes natürlich der Original-Mix ist natürlich auch die Originaldatei. Unverändert, so wie sie vom Produzent oder vom Produzententeam, denn gerade bei großen Hits ist es absolut keine Seltenheit, dass da bis zu 10 Leute dran arbeiten, eben wie die das rausgegeben haben, und von daher kannst du dir sicher sein, dass das auch definitiv das Original ist, so wie es draufsteht. Der Remix ist eigentlich mit die bekannteste Variante, die es noch gibt. Hier wird der Track entweder von den Produzenten selber oder natürlich auch von anderen Künstlern geremixt. Hier werden also Teile des Originaltracks genommen und mit anderen Tracks kombiniert, aber nicht im Prinzip mit anderen Tracks kombiniert wie beim Mashup, dass man noch einen anderen fertigen Track nimmt, sondern man produziert im Prinzip was Neues, aber bindet in diese neue Produktion Teile des anderen Originaltracks ein. So entsteht natürlich wieder ein neuer Track, der aber oft diese markanten, typischen Eigenschaften noch des Ursprungstracks hat. Beim Radio-Edit ist es eigentlich so, dass man vor allem bei der elektronischen Musik dann eine Variante hat, die ohne Intro und Outro herausgegeben wird, damit, wie der Name auch schon sagt, eben die Version im Radio gespielt werden kann. Denn der Otto-Normalverbraucher hat natürlich wenig Interesse an einem langweiligen Intro und Outro, das er sich ja dann auch so in voller Länge im Radio oder auf seinem iPod anhören müsste. Deswegen eben hier eine gekürzte Variante. Teilweise werden auch noch Strophen oder andere Liedteile herausgecuttet, um das Ganze nochmal zu komprimieren. Aber eben in der Regel erstmal definitiv auch ohne Intro und Outro. Ansonsten bleibt der Track unberührt, wenn werden nur Teile herausgecuttet. Beim Re-Edit nimmt man den Originaltrack und belässt die einzelnen Bausteine an sich auch so, wie sie sind. Es wird also nichts hinzugegeben an neuer Produktion und das, was da ist, wird auch nicht unwesentlich verändert. Aber man ändert zum Beispiel die Anordnung oder die Kombination der Elemente, die schon im Track sind. Also verschiebt zum Beispiel die Bassline mit der Bassdrum und ordnet Melodien anders an. Von daher im Prinzip immer noch sehr nah am Ausgangstrack, aber schon durchaus verändert. Und somit kann natürlich auch wieder was Neues entstehen. Beim Mashup ist es so, dass man zwei oder sogar auch noch mehr fertige ausproduzierte Tracks nimmt und schaut, inwiefern Teile dieser Tracks gut miteinander harmonisieren. Meistens ist es so, dass man die Vocal von einem Track nimmt oder die Melodie und das mit der Bassline oder generell der Grundstruktur eines anderen Tracks kombiniert und so im Prinzip ja was Neues kreiert. Am besten ist natürlich, wenn das Mashup so gut ist, dass man denkt, es wäre eine eigene Produktion. Was du auch machen kannst, ist, dass du zum Beispiel den Main Part und den Breakdown von verschiedenen Tracks kombinierst, sodass eben erstmal der eine Track anläuft und kurz nach dem Drop startet dann die Strophe des neuen Tracks. So hast du natürlich einen sehr schnellen Wechsel zwischen den Liedern und es kommt auch ein starker Aha-Effekt, hoffentlich ein positiver, der beim Publikum hervorgerufen wird. Und so sind Mashups natürlich auch eine schöne Möglichkeit, als Anfänger neue Produktionen zu kreieren, die die Masse leicht begeistern können. Dazu aber auf jeden Fall auch noch mehr in unserem 10. Kurs releasen. Der Clubmix ist im Prinzip genau das Gegenteil vom Radio-Edit. Wenn man also zum Beispiel einen Hip-Hop-Track hat oder aus anderen Genres Tracks hat, die ja üblicherweise kein Intro und Outro haben, wird hier im Prinzip DJ-freundlich noch ein Intro und Outro extra dafür produziert und das eben daran gehängt, dass ihr euren Job etwas leichter ausüben könnt. Alternativ wäre hier auch die Extended Version zu nennen. Der Bootleg ist historischerweise gesehen eine nicht autorisierte Kopie oder eine nicht autorisierte Nutzung von Musik. Wenn ihr also zum Beispiel ein Mashup erstellt, von dem ihr die Rechte an der Musik nicht habt, dann ist es sozusagen ein Mashup, das gleichzeitig ein Bootleg ist. Aber zum Beispiel auch, wenn ihr Tracks komplett neu
produziert und hier dann Elemente von bereits existenten Tracks integriert, kann das auch zum Bootleg werden. Also Bootleg im Prinzip ein Überbegriff für Remixe, Mashups und so weiter, aber generell als Gemeinsamkeit eben diese unautorisierte, unerlaubte Verwendung von Liedstücken. Als letztes noch der Dub. Beim Dub wird im Prinzip der Originaltrack wieder so verwendet, wie er ist. Es wird eigentlich nichts groß dazu produziert, aber man versucht hier durch Effekteinsatz oder andere Werkzeuge wie Loops und vielleicht noch gewisse Samples aus dem Track dem Ganzen neues Leben einzuhauchen und hier den Track dadurch im Prinzip nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Aber an sich bleibt trotzdem erstmal alles beim Originaltrack. Lediglich das, was man hat, im Prinzip etwas neu arrangiert und eben vielleicht mit Effekten und ähnlichen Möglichkeiten noch eins oben drauf gesetzt. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.